Was ihr hier seht, ist das echte Sovngarde für die NPCs von Skyrim. Sieht gar nicht so kuschelig aus wie in den Legenden der Nord. Aber natürlich verbirgt sich hierhinter ein etwas größeres Geheimnis. Ich bin der Armimus und auf meinem Kanal dreht sich alles um The Elder Scrolls und heute stelle ich dir 5 unerreichbare Orte vor, wo wir Spieler normalerweise nicht hinkommen. Zurück nach Sovngarde oder besser gesagt der Dead Body Cleanup. Upsell. Das ist der offizielle Name von diesem Raum, den ihr hier seht. Hier an diesem etwas unheimlichen Ort spawnen NPCs hin, die einzigartig sind und in der Spielwelt von Skyrim sterben. Aber warum eigentlich? Warum verschwinden nicht einfach die NPCs aus der Welt und gut ist? Was machen die bitteschön hier in diesem Raum? Tatsächlich handelt es sich bei der Dead Body Cleanup Cell um ein wahres Meisterstück der Programmierskunst. Denn hier wird ganz geschickt eine Limitierung der Engine von Skyrim ausgehebelt. Ich habe ja gerade eingangs schon erwähnt, dass nur einzigartige NPCs hierhin spawnen, wenn sie umgebracht worden sind in der Spielwelt. Dazu gehören NPCs wie zum Beispiel Ulfric Sturmmantel, General Tullius oder halt auch Astrid von der Dunklen Bruderschaft. In der Engine von Skyrim sind diese NPCs als einzigartig, zu englisch unique, markiert. Diese entscheidende Einstellung erlaubt es den NPCs nicht, nochmal zu respawnen, wenn sie tot sind. Das macht auch absoluten Sinn bei diesen NPCs, denn sie sind alle relativ wichtig für die Quests und sind an diese gekoppelt. Das System hinter Skyrims Quest kann diese NPCs nicht final töten, denn sonst würden die Quests einfach nicht mehr funktionieren. Ja, ihr habt richtig gehört, im Kern sind also Ulfric Sturmmantel, Astrid oder halt auch General Tullius, je nachdem welche Seite ihr im Bürgerkrieg bevorzugt, nicht wirklich tot, sondern sie leben wenig lebendig in der Dead Body Cleanup Cell weiter. Umso länger ihr Skyrim spielt und umso mehr einzigartige NPCs ihr umbringt oder sterben im Verlauf der Quest, umso voller wird dieser Ort. Bevor ich jetzt weitermache mit dem nächsten geheimen Ort und euch auch noch später zeige, wie Azura in echt aussieht im Spiel, möchte ich euch kurz erklären, wie ihr selber an diese Orte reisen könnt. Hierfür müsst ihr lediglich die Konsole öffnen. Das könnt ihr tun, indem ihr die sogenannte Zirkumflex-Taste drückt. Diese findet ihr unter der Escape-Taste und über der Tabulator-Taste. Einfach dort den Befehl COC eingeben und dann den Ort, wohin ihr reisen möchtet und schon gelangt ihr in komplett neue, fremde Welten. Die Namen der Räume und Orte aus dem heutigen Video habe ich euch unten in die Beschreibung gepackt. Klickt euch dort gerne mal rein. Nun kommen wir zu einem Ort, der echt etwas verrückt ist. In der sogenannten Test CW Halt Start Cell finden wir uns einen friedlich gesinnten Drachen vor, ein paar Farmhäuser und was viel interessanter ist, den Endboss des Dragonborn DLC Mirak. Zu diesem sehr merkwürdigen Ort kann ich gleich mehrere Dinge sagen. Bis heute ist nicht so ganz klar, was eigentlich Bethesda mit diesem Ort bezwecken wollte und wozu er da ist. Die Anfangsbezeichnung Test steht für einen Testraum, von denen gibt es gleich mehrere in Skyrim und normalerweise haben hier die Entwickler verschiedene Mechaniken des Spiels getestet und das wird wahrscheinlich hier auch der Fall gewesen sein bei diesem Ort. Die Abkürzung CW, also CW, steht für Civil War, also für den Bürgerkrieg. Sämtliche Quests, Gegenstände und auch einzelne Soldaten bzw. NPCs, die mit dem Bürgerkrieg von Skyrim etwas zu tun haben, tragen diese Abkürzung in den Spieldateien von Skyrim. Es handelt sich hier also um einen Testraum, der was mit dem Bürgerkrieg zu tun hat. Allerdings kann man sehr gut ja erkennen, dass dieser Ort eher weniger was mit dem Bürgerkrieg von Skyrim zu tun hat. Zumindest finden wir hier keine Soldaten vor, es ist auch nicht irgendwie ein Kriegsszenario oder so, sondern wir haben hier einen Drachen und halt Mirak. Aber hier hört jetzt der Spaß ja nicht auf, sondern es wird noch mega interessant. Als abenteuerlustiger Skyrim-Spieler habe ich natürlich hier Mirak direkt einmal angegriffen und was ich festgestellt habe ist, dass er deutlich leichter zu besiegen ist als der echte Mirak im Dragonborn DLC. Ein kleiner Blick in die Spieldateien von Skyrim zeigt uns übrigens auch, dass es mehrere verschiedene Miraks gibt. Also es gibt nicht den einen Mirak, sondern gleich mehrere Doppler von ihm, wenn man so möchte. Und einen von diesen Doppler finden wir halt in der Test CW Hold Start Cell. Aber was mich wirklich mega umgehauen hat, ist der Umstand, dass wir hier Mirak komplett ausziehen können. Und jetzt nicht das, was ihr denkt, meine ich natürlich.
sondern ich meine natürlich seine Maske. Das heißt, wir können sein Gesicht sehen. Und das ist etwas, was uns das Spiel normalerweise nicht bietet. Wer jetzt glaubt, ich hätte hier etwas total Cooles enthüllt, der irrt sich leider, denn das Gesicht wird leider immer zufällig generiert. Das ist immer anders. Und dennoch würde ich mich über ein Abo von dir freuen, wenn du es noch nicht dagelassen hast. Kommen wir nun zu einem Ort, wo ich etwas mehr dazu erklären kann, was die Hintergründe sind, nämlich der Magic Visuals Test Cell. Wie der Name bereits suggestiert, handelt es sich hierbei um einen Raum bzw. eine Dungeon, wo die Entwickler die einzelnen visuellen Effekte der Zauber getestet haben. Dieser Ort teilt sich in zwei verschiedene Abschnitte ein. Der eine erinnert an mehrere Steinräume und der andere an eine Dwemer-Ruine. Von Blitzen bis hin zu magischen Winden finden wir hier absolut alles an magischen Effekten, was das Spiel so zu bieten hat. Auch gibt es ein merkwürdiges Haus, was wir so nicht betreten können. Es ist, denke ich, ziemlich offensichtlich, dass Bethesda nicht wollte, dass wir Spieler hier hingelangen. Aber sind wir, dank der Konsole. Bevor ich euch gleich die wahre Gestalt von Azura enthülle, habe ich noch etwas für alle Liebhaber des Crafting-Systems in Skyrim. Ja, die soll es ja wohl angeblich geben. Den Ort, den ihr hier seht, nennt sich Warhouse Crafting und das ist der Ort, an dem Bethesda für Skyrim getestet hat, die Schmiedemechaniken, also das Craften. Und ganz ehrlich, dieser Ort ist für jeden Schmied ein absolutes Paradies. Die Laufwege sind denkbar kurz und es gibt sogar alle Ressourcen, die das Spiel bietet, fein säuberlich sortiert in Regalen und davon auch noch mehr als genug. Das lädt ja eigentlich praktisch schon ein zum Cheaten. Das hier ist Azura. Okay. Das ist ja einfach nur eine halbnackte Dunmer. Also so einfach gestrickt hätte ich mir jetzt Azura nicht vorgestellt. Der Raum, in dem sich hier Azura befindet, ist sogleich ihre Heimat als halt auch ihr ewiges Gefängnis. Aber was steckt jetzt eigentlich dahinter? Wie kommt es, dass die Daedra-Fürstin des Sonnenaufgang und Unterganges hier in diesen Raum eingesperrt ist und nicht mal wirklich edel bekleidet ist? Und ihr ahnt es vielleicht schon, das Ganze hat etwas mit der Limitierung der Engine von Skyrim zu tun. Wir können nämlich Azura in Skyrim ja gar nicht zu Gesicht bekommen, sondern wir hören nur ihre Stimme. Und genau an dieser Stelle ist es etwas knifflig geworden für die Entwickler, denn die Engine erlaubt nur NPCs und Tieren halt eine Stimme zu haben. Eine Stimme einfach so abzuspielen ist nicht möglich. Und dementsprechend musste also Azura auch wirklich eine Gestalt bekommen. Deswegen trägt der Ort, den ihr hier seht, auch den Namen Azura Voice Cell. Wann immer es einen Dialog mit Azura in dem Spiel gibt, spawnt diese Dunmer irgendwo außerhalb unseres Sichtfeldes und der Dialog von Azura wird halt abgespielt. Bei diesem Aufwand finde ich es eigentlich fast schon unlogisch, dass wir Azura im Spiel nicht zu Gesicht bekommen. Es existiert ja halt schließlich wirklich zu ihr ein NPC. Ach so, und ja, natürlich, um die unterschwellige Frage zu beantworten, auch zu den anderen Göttern, die wir halt nicht im Spiel sehen, aber dessen Stimme wir hören, gibt es tatsächlich auch einen NPC, der diese halt spricht. Für weitere Lore-Videos klick dich jetzt in die Playlist. Bleibt gesund, bis dann, euer Amemus. Get your groove on, soldier. These boys work hard and they play harder. Baby.